Hallo, ihr Querlinge! Jax, Exalp und Bestie von Xarkor steht neben einer zuckenden, ruckenden und ballettübenden Kaya. Mitten in Abessa am südlichen Konverter hat zuletzt ein langes, ausführliches Gespräch mit Zestak, dem Anführer der Alp-Separatisten, geführt. Das hat viele, viele, viele Dinge in Bewegung gesetzt. Und ich habe ganz viele neue Hauptquests. Unter anderem gehört dazu, dass ich die Konverter alle sukzessive ausschalte. Und ich fange mit dem Konverter in Südabessa an. Und stelle fest, dass hier unter dem Konverter nochmal so eine Ecke mit Alp-Separatisten ist. Frage, habt ihr irgendeine Quest jetzt für mich? Weil es hieß ja, du kannst unseren Leuten helfen. Sie sind angewiesen, dich zu unterstützen. In Grenzen. Separatistin. Nee, du nicht. Separatist. Kerax, du bist neu. Lass dich nicht wieder über den Haufen schießen. Wobei, warte mal, Kerax, der war... War das der, den ich bei Edan getroffen habe? Ich glaube, ja. Hier ist was. Anleitungsalarm. Ich finde die nächste Anleitung. Albischer Herkunft am Konverter in Südabessa und es ist eine Anleitung über ein Tässchen Tee mit Milch? Nein. Eine Anleitung für einen starken Energiespeicher. Kenne ich die schon oder ist das eine neue? Es ist eine neue. Ja, da brat mir noch einer einen Beißer. Anleitung. Starker Energiespeicher. Das ist etwas mit 3 Schwefelbrocken und 3 Elektroschrott. Aha, es gibt immer 2 Varianten, richtig. Und da hat mir die zweite tatsächlich noch gefehlt. Tatsächlich noch gefehlt. Ich kann hier, glaube ich, mal kurz das Brillchen wechseln. Vielleicht gibt es ja ein paar Sachen, die man gebrauchen kann. Ich war mir sicher, dass ich hier neulich Alps gesehen hatte, die feindlich waren. Aber irgendwie scheint das alles nicht der Fall zu sein. Ah. Elex, schön. Hier. Konverter Südabessa. Schick. Ja, in die Frostgrube müsste ich auch mal runter. Also die Alt-Separatisten latschen hier so offen rum, dass man glauben könnte, dass die hier den Konverter erobert haben. Aber ich soll doch genau den ausschalten, oder nicht? Das ist mysteriös. Ich gucke mir jetzt diesen Konverter an. Von unten nach oben. Ich habe die Brille auf. Ne, das ist falsch. Ich habe natürlich jetzt die Objektbrille auf. Das ist nicht so gut. Was ist denn jetzt mit der Feindbrille? Es gibt hier keine Feinde. Ich hätte schwören können, dass hier mal Alps waren. Also so richtig feindliche Alps. Naja, vielleicht habe ich mich auch einfach nur geirrt. Das macht es mir ja relativ einfach, hier jetzt auszuschalten. Ich muss ja nur reinlaufen und da oben ausknipsen. Und warum macht ihr das nicht selber? Hm? Sagt mal, erzählt mal. Das da steht bei Zestak in der Butze. Vielleicht schaue ich ja... Moment mal. Wenn ich den Konverter ausschalte, dann ist doch da das in dieser Frostgrube weniger frostig, richtig? Das heißt, ich sollte die Frostgrube doch erst dann mir angucken, nachdem ich den Konverter ausgeschaltet habe. Das ist doch die beste Reihenfolge. Zigarette. Und eine unbrauchbare Verbandstasche. Ab und zu steht ja mal so eine Truhe. Aber hier nicht so wirklich. Machtstoß ist hier. Wir fahren mal rauf. Hier liegt was. Eine Gabel. Elektroschrott. Ich muss ja mal Licht machen. Wie gesagt, manchmal stehen hier Truhen in den Ecken. Und die Truhen sind schwarz. Die stehen dann im Schatten. Das ist sehr, sehr deutlich. Ich muss jetzt da hochfahren. Heb mal deine Fackel wieder auf.
Ein Händler. Ah, es gibt auch Händler. Ja, schön. Wenn es heißt, sie sollen mich unterstützen in Maßen, heißt das doch auch, sie sollen mit mir handeln. Zumindest so ein bisschen, richtig? Das wäre total logisch und auch effizient. Nee, wo bist denn du hin, du Händler? Jetzt ist er weggelaufen. Hey, Kunde droht mit Umsatz, hallo. Händler, du mit der dicken Keule. Du hast ein Eisenrohr als Waffe. Bist ein armes Schwein. Zeig mir deine Ware. Wow, 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 wow. Er hat 13 reines Elex. Das, also fangen wir mal so an hier. Das kaufe ich mir. Die Rezepte kaufe ich mir nicht. Das finde ich alles von alleine, wenn ich noch irgendwas brauche davon. Ich glaube nicht. Na, das war's. Handeln. Danke. Fackel. Schrott. Elektroschrott. Vielleicht sollte ich jetzt, da ich im neuen Passus bin, auch mal mit allen Leuten, allen Gefolgsleuten, Gefährten im Lager der Mitte reden. Ich glaube zwar nicht, dass Duras noch was zu erzählen hat, weil dessen Sache ist ja abgeschlossen. Und was juckt ihn, der zweite Passus? Aber vielleicht hat ja irgendwer was zu sagen. Ah, Platzwagewehr PT3. Da gefunden. Mhm. Trockenfleisch. Bodenkontrolle. Elexit. Separatist. Da hinten habe ich was vergessen. Da liegt noch was. Irgendwo. Ach, das liegt hier drin. Aha. Darf ich da rein? Oder, also wenn ich da jetzt hacke, ist das böse? Oh, ist eh gerade keiner da. Kann nicht so schwer sein. 5 ist kleiner als 6 ist größer als 3 ist kleiner als 7. Aha, 5 ist kleiner als 7 ist größer als 1 ist kleiner als 6. Nee. 5, 7, da kommt jetzt die 6 ist kleiner als 8. Geht doch. Jawohl. Ich finde einen kleinen weißen Stein. Außerdem Drohnenkontrolle. Körperschild. Das ist keine Truhe, die ich plündern kann. Nee. Oh, hier ist ja dann gar nichts. Schade. Weiter oben ist was. Wie komme ich weiter hoch? Ich muss jetzt hier hochfahren, genau. Zum Glück sind alle Konverter identisch aufgebaut, sonst hätte ich riesen Orientierungsschwierigkeiten, weil alles irgendwie so gleich aussieht. Und mal ganz ehrlich, die Alps bilden sich etwas ein auf ihre Effizienz, aber die Laufwege in einem Konverter sind alles andere als effizient. Da war die Fackel aus. Also so ein wirres Gedöns hier von Aufzügen und irgendwelchen Gängen und so und Türen, das ist ja. Ich glaube, in der Computertechnik nennt man sowas Security by Obscurity, nach dem Motto, dieses Computersystem ist sicher, weil es derartig konfus aufgebaut ist, dass es mit allen Konventionen bricht, die irgendjemand, der hacken kann, in einem sauber programmierten Programm erwarten würde und deswegen sich darin nichts zurechtfindet. Selbst wenn man den Zugriff auf irgendwelche Funktionen oder sogar den Code irgendwie erlangt. So, hier ist eine Truhe. Da brauche ich wieder mal eine andere Kette um den Hals. Abenteurer. Go. Also irgendwie scheinen die Altseparatisten das hier alles übernommen zu haben. Das war wohl nichts. Mhm. Zu einfach. Ich finde ein weiteres Amulett des Multitalents und dann bei Energiezellen, Elixit und Energiespeicher. Und das finde ich da, im Konverter in Südabessa, genau.
Jo, jetzt hätte ich hier noch irgendwo den Weg, der rauf aufs Dach führt. Oder? Der da, genau. Ich fummel gleich an diesem Steuerpult rum, aber ich will erstmal gucken, wie hier die Lage ist. Hier ist jetzt nichts mehr. Und diese Tür ist wie immer zu. Ah, hier, Truhe. Was ist eine Truhe, ehrlich? Das war wohl nichts. Na komm. Hallo. Zu einfach. Keiner Elex-Trank dabei. Energieriegel und Eisenerz. Tu mal wieder die richtige Kette um. Ich nehme an, dass ich jetzt die Tür aufmachen kann, die hier ist. Wenn ich da an diesem Steuerpult irgendwie die Kontrolle erlange. Kann ich das jetzt überhaupt? Habe ich irgendwas bekommen? Irgendwas? Nee, eigentlich nicht, oder? Ach doch, ich kann das jetzt. Aha, mach mal. Der komplette Südabesser stellt seine Arbeit ein. Das wird den Elixatoren gar nicht gefallen. Da gehen die Lichter aus. Ja, der Strahler dieser Frostgrube ist jetzt auch weg. Ich kann ihn nicht wieder anschalten. Das ist irreversibel. Okay. Ich habe gesehen, dass der oben auch so eine Energiekuppel hatte. Ist jetzt die Tür offen? Die Tür ist offen. Gut. Ich muss also für noch hin nicht mehr draußen einen Weg nach oben jetten, sondern kann hier den Weg für zivilisierte Alps benutzen. Lass das Ding liegen. Und das ist mein Überraschungsei hier. Was ist denn drin? Oh, ein Kraut. Ich finde, Machtstoß. Ich finde, Splitterraketen. Elex. Machtstoß. Splittergranaten. Machtstoß. Objektsicht. Kann ich verkaufen. Splitterraketen und ein paar Tränke, nämlich. Ah, kleiner Elex-Trank. Elex-Trank. Wird immer besser kleiner. Und stärker. Und dann, schlussendlich sogar. Goldrauten, also Kräuteralarm. Ich finde eine Goldraute, Goldraune, auf dem Dach unter der Käseglocke auf dem südlichen Konverter in Abessa. Haha. Schön. Und nicht zu vergessen eine alte Öllampe. Und was ist das hier? Elektroschrott. Da freue ich mich ja schon auf die Käseglocke unter den Konvertern in Tavar und in Nordabessa. Das sind ja die, die ich schon freigekämpft habe zuletzt. Und der Konverter in Edan, der hat das nicht mehr. Beziehungsweise doch, er hatte es. Da war die Kuppel aber schon zusammengebrochen, weil er schon deaktiviert war. Und da habe ich das schon geplündert. Kaya mag nicht mehr mitkommen. Ich glaube, ich stürze mich jetzt hier ins Getümmel. Ich habe gerade in der Sequenz beim Ausschalten gesehen, dass hier unten noch irgendwo ein Mutant rumkriecht. Irgendwo unter dem Ding, wo hier dieser Rüssel runterkommt. Wo ist denn das eigentlich? Das ist doch hier, wo ich jetzt bin. Nee, es ist nicht. Es ist genau andersrum. Ach so. Ah, der Rüssel mit der Frostgrube, der ist unter der Kuppel. Aha. Oh, Moment. Der ist unter der Kuppel. Der ist hier drunter. Na dann, komm. Dem Mutigen hört die Welt! Aua. Ist mal was? Er ist immer noch kalt. Sehr kalt. Und wo waren diese kleinen, fiesen Viechler? Hier schläft eins. Unbehelligt. Na du Affe!
Hast aber laut gegrunzt beim Schlafen. Ein kleiner Yeti namens Schneeklaue. Und da bist du. Ein Ort. Treffer und versenkt. Man glaubt, man kann ausweichen. Das glaubt man aber auch nur. Ach so, ich sehe diesen Dauerfrost. Oh, das ist ja gefährlich, was ich hier mache. Puh. Warte mal hier. Bleib hier stehen. Wenn du willst. Ja, will ich. Guck mal einen Trank. Das geht schneller als jetzt Steakteller. Und jetzt will ich mit der richtigen Brille auf der Nase da mal und diese Frostgrube reingucken. Jo, perfekt. Sehr kalt alles, aber ein bisschen Edex ist da tatsächlich. Man sieht es leider ganz schlecht. Man müsste eigentlich durch den Boden gucken. Da liegt noch was. Trank. Was ist das? Elektrobeutel? Jo. Und da unten liegt noch was, ganz unten. Ach, nur Elexit. Dieser Eissound. Diesem klirrenden Glas. Da ist noch irgendwo was, oder? Da unten ist noch ein Splitter, okay. Ja. Ah, dich kriege ich auch noch. Du könntest ja Elex sein, theoretisch. Ja. Leider nicht. Hey, Taxi. So, hier runter geguckt. Ich glaube, ich habe hier alles. Kaya! Kommst du mit? Ist was? Hast du einen tiefgefrorenen Steakteller im Inventar? Mitkommen. Alles klar. Und dann drehe ich hier noch ein Ründchen zu Ende. Einmal um den Konverter. Was finden dürfte ich ja wahrscheinlich nicht mehr. Ja, dann geht's wohl mit Kayas persönlicher Quest weiter. Ich glaube, die mache ich als nächstes. Weil die Konverter, die rennen mir ja nicht weg. Und Kayas Zustimmung zum Helden, die ist ja ein bisschen Schwankungen unterworfen gewesen im Verlauf des Gesprächs mit Systek. Wie ist der nicht Systek? Sestak. Systek ist aber irgendeine Firma, oder? Weiß gar nicht mehr. Oder wechselt das mit Symantec? Weiß ich nicht. Ja, das Licht ist, habe ich noch nicht aus hier geschaltet, aber ansonsten ist hier Ruhe in Südabessa. Noch ein Steakteller. Dann wieder die Kräuterbrille, oder was ist hier neu? Ach, da ist jetzt die Wumme neu. Genau, wo ist sie denn? Plasma GR P3. Ja, das muss ich noch aufwerten, aber habe ich gerade keine Lust zu. Bitte die richtige Brille. Theoretisch könnte hier noch irgendwo was wachsen. Aber das ist offenbar nicht der Fall. Oh, ein toter Wiener. Das war ich nicht. Das war irgendwer anders. Nee. Ich sehe gerade, wie lang das Episodchen schon wieder ist. Es macht keinen Sinn, jetzt mit Kaya da aufzubrechen. Dann mache ich doch noch den nächsten Konverter schnell. Und
dann kann ich am nächsten Episödchen dann anfangen damit. Ne? Kaya, du wartest noch kurz. Deswegen geht's mal an den nächsten Konverter. Das ist klassischerweise der hier oben. Da bin ich schon gewesen. Hi! Ich glaube, die hat sich gerade geputzt da oben. Die hat sie mit den Klauen über ihr Gesicht gewischt. Zumindest sah das in der grünen Silhouette so aus. So, also trotz neuer neuen Kapitels glaube ich nicht, dass hier das neue Gegner sind. Das wäre irgendwie... Na gut, hier halt so ein paar. Ja, ja, okay. Aber jetzt ist hier trotzdem nichts Neues im Konverter drin, das meine ich. Und ich freue mich auf das Kuppelüberraschungsei an der Spitze. Komm rein. Wir fahren mehrfach nach oben. Ja, das ist total ineffizient. Warum kann man da nicht einen Aufzug bauen, der von ganz unten bis ganz nach oben fährt? Das wäre viel, viel effizienter. Mach mal das hier, falls ich hier noch eine Truhe übersehen hätte. Ja, dir ziehe ich da gleich den Stecker, du. Ja, dir ziehe ich gleich den Stecker, du brummender Konverter. Du wirst aufhören, Dinge zu konvertieren. Hier auf der Ebene war ich schon, da habe ich schon das Ding geknackt, dank Arxens Hilfe. Das heißt, ich muss hier weiter. Ruhe? Fragezeichen? Irgendwo? In einem dunklen, schummrigen Eck. Nicht so richtig. Mach hier aus. Der Konverter in Nordabessa. Auch dem wird der Stecker gezogen. Und zwar ganz kräftig. Und den Elixatoren im Eispalast geht so langsam die Düse, glaube ich. Oh, da ist auch wieder ein Kraut, weil es so grün leuchtet. Oder ein kleiner grüner Stein. So langsam täte ich ja ganz gern mal die Rezeptur für so einen Lebenstrank finden, wo man die Lebenspunkte permanent erhöhen kann. Dazu braucht man ja diesen Kronstöckel, von dem ich schon 3 oder 4 habe. Aber noch nicht benutzen kann, sinnvoll. Ich habe bisher nur das Rezept für den Trank der Ausdauer. Nee, Mana zu erhöhen. Das ist aber totaler Blödsinn. Das werde ich nicht tun. Und hier wieder Jackpot. Was habe ich hier? Sprengraketen, Splittergranaten, Hammer. Ein Hammer! Waffenalarm. Ich finde die Waffe der Erlöser. Oben auf dem Dach des Konverters in Nordabessa oder der Käseglocke, wenn man sie deaktiviert. Das ist erwartungsgemäß eine einzigartige Waffe. Ich finde außerdem einen kleinen Elex-Trank. Noch einen. Moment. Noch einen. Noch einen. Körperschild. Sprengraketen. Und schließlich Kronschöckel, Kräuteralarm. Da, nochmal, auf dem Dach des Nordabessa-Konverters, unter der Käseglocke, ein Kronstöckel. Schön ist er. Ja. Gut. Mehr muss ich ja nicht machen. Und als nächstes würde ich tatsächlich mit Kaya mich mal dahin begeben, wo ich vermute, dass ich hin muss. Ich vermute da oben an dieses Ding. Deswegen mal dahin gebeamt. Und dann muss ich aber mit Kaya das Gespräch suchen. Und genau das werde ich tun am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin.